Menschen erleben im Augenblick in allen Bereichen, dass das alte Ordnungssystem nicht mehr richtig funktioniert. Die Politiker bringen es nicht mehr, in den Firmen die Chefs bringen es nicht mehr, die Unternehmen selbst kommen mit diesen hierarchischen Ordnungsstrukturen nicht mehr zurecht. Überall zerbröckelt die hierarchische Ordnungsstruktur. Man kann nicht mehr richtig von oben nach unten befehlen, noch nicht mal mehr die Männer können ihren Frauen befehlen, was sie zu tun haben. Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mal Gelegenheit habe, ein bisschen etwas aus dieser Hirnforscherkunst Ihnen nahezubringen. Jetzt ist ja nur noch 20 Minuten, bis der Zeitpunkt vorbei ist, wo ich hier, also ich kann mich jetzt kurz halten und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, manchmal weniger zu sagen und vielleicht die zentrale Botschaft deshalb gleich vorneweg. Wir wissen alle, jeder Einzelne von Ihnen weiß ganz genau, wie es geht, wie er sein müsste, wie er sich selbst und anderen begegnen müsste, damit es gut ist. Und das einzige Problem, was wir alle haben, ist, dass wir es nicht hinkriegen. Und deshalb lohnt es sich zu suchen, wo das steckt, dieses Wissen. Dieses Wissen, wie es richtig wäre. Und dann auch ein bisschen zu überlegen, wie man da wieder Zugang findet zu diesen verborgenen Quellen, nenne ich das jetzt mal etwas mystisch, aber Sie werden gleich sehen, dass das sehr konkret ist. Also, was die Hirnforschung da in den letzten Jahren herausgefunden hat, lässt sich in drei kurzen Kernsätzen zusammenfassen. Das erste heißt, die genetischen Programme sind nicht dafür verantwortlich und sind auch gar nicht dazu in der Lage, so ein komplexes Hirn mit all diesen Vernetzungen zusammenzubauen, wie wir es haben. Da hatten wir uns geirrt mit der Vorstellung, dass das alles genetisch ist. Die genetischen Programme statten uns mit einem Hirn aus oder ermöglichen die Herausbildung eines Gehirns, in dem viel mehr bereitgestellt wird, als am Ende gebraucht wird. Und das ist auch gut so, weil die genetischen Programme natürlich nicht wissen können, wo man mal zur Welt kommt. Also das, man braucht ja in Bayern anderes Hirn als in Hamburg. Und Menschen haben sozusagen diesen ganzen Erdball in allen möglichen Gegenden inzwischen besiedelt. Und überall, wo Erwachsene leben konnten, haben es auch Kinder geschafft, dort zu leben. Das heißt, das ist alleine schon Beweis dafür, dass jedes Kind offenbar mit einem Potenzial zur Welt kommt, was es ihm ermöglicht, sich überall in der Welt, wo andere Menschen leben können, auch so zurechtzufinden, dass es auch leben kann. Und das gilt dann auch für manche Kinder, die bei Eltern geboren werden, wo man sich auch was anderes gewünscht hätte. Aber sie kommen auch dort zurecht. Und die zweite große Botschaft, die schließt sich sozusagen da gleich an, die heißt, es ist nie zu spät. Also was immer, wo immer Sie zur Welt gekommen sind, eben in Bayern oder in Hamburg oder unter günstigeren oder weniger günstigen Voraussetzungen und wie immer sich dieses Hirn dann schon aufgrund der Erfahrungen, die Sie gemacht haben, strukturiert hat. Diese Erfahrungen, nebenbei gesagt, fangen ja schon vor der Geburt an. Also ich habe so ein schönes Bild dafür, dass das Hirn ja nicht weiß, wie es geht und es muss es unterwegs rausfinden. Und wenn das dann einigermaßen ausgereift ist während der vorgeburtlichen Phase, dann kommen ja auch die Verbindungen sozusagen herhochgewachsen und heruntergewachsen, die dann die einzelnen Körperorgane innervieren, die sensorischen und die afferenten Inputs und was es da alles so gibt. Und das landet dann oben im Hirn in den verschiedenen Regionen und plötzlich merkt so eine Region im Hirn,
dass da irgendwas unten dran hängt, was was meldet. Da kommt ein Signal oben an und das ist das Einfachste, wo man es erklären kann, da geht es auch relativ gut, ist meinetwegen, dass der Arm anfängt zu zucken, so, und dann kommt da oben was durcheinander, weil bisher hat da nichts gezuckt und es ist auch kein Signal vom Zucken von draußen angekommen und jetzt stört dieses Zucken, dass die Zusammenarbeit, das ist also wie ein Problem sozusagen. Es wird inkohärent, das Hirn versucht eine Lösung zu finden, damit es wieder besser passt und lernt auf diese Weise dieses Zucken sozusagen wieder zurückzuführen, zu lenken und zu steuern. Und am Ende der Schwangerschaft kann das ungeborene Kind dann seinen Daumen in den Mund stecken, wenn es Lust drauf hat. So, das ist natürlich angeboren, aber eben nicht vererbt, erworben, vorgeburtlich. So, man hat ja nicht nur, und die Arme sind eben auf eine bestimmte Weise beschaffen. Also es geht eben der menschliche Arm nur so zu knicken und nicht nach hinten. Das Hirn hätte keine Probleme damit, das auch zu lernen, wie das hintenrum und so rum reingeht. Die Kapazität dafür ist da, aber so geht's eben nicht. Also kann das Hirn auch nur so lernen, wie der Körper beschaffen ist, oder schöner ausgedrückt, das Hirn strukturiert sich vorgeburtlich anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster. Wunderbar. Weil das ist eine große Botschaft, die heißt, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir immer richtig mit unserem Hirn. Das passt genau zu diesem Körper, weil es hat sich ja anhand dieses besonderen Körpers strukturiert und da jeder Mensch, und das ist dann genetisch meinetwegen, einen anderen Körper hat, kriegt auch jeder ein anderes Hirn. Ja, aber es ist immer genau richtig. So, und so wie sich das dann vorgeburtlich anhand dieser aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster strukturiert hat, so strukturiert sich das Hirn dann weiter eben anhand der Begegnung mit anderen Menschen gemachten Erfahrungen. Mit Mama, Papa, Geschwister und was dann alles so kommt. Und so entstehen dann immer weiter bestimmte Vernetzungen, die sich bewähren in dieser betreffenden Familie in Bayern und in einer anderen Familie und in Hamburg sind es eben andere Verschaltungen. Und am Ende hat man ein Kind, was einigermaßen irgendwie recht und schlecht in diese Familie passt und in diese Region. Aber auch das ist immer noch ganz gut. Und dann kann es aber eben doch sein, dass es ist ja auch manche... Also die Afrikaner sagen ja, um ein Kind gut großzuziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Und manchmal ist man eben auf Gedeih und Verderb den Schrullen und Macken eines einzigen Elternpaares ausgeliefert. Und dann kann das sehr einseitig werden, was man da oben an Vernetzungen aus diesem riesigen Potenzial heraus stabilisiert. Dann passt man zwar toll zu diesen Eltern, aber das ist dann auch nicht so die beste Voraussetzung, um sich später im Leben überall zurechtzufinden. Und deshalb ist es toll, dass diese zweite Entdeckung von den Hirnforschern dann eben auch noch gemacht worden ist. Und die heißt, hatte ich ja schon gesagt, ist nie zu spät. Bis ins hohe Alter kann man da oben nochmal was umbauen. Oder andersherum, besser gesagt, es baut sich um, wenn man auf die Idee kommt, sein Hirn auf eine andere Art und Weise zu nutzen als bisher. So, das heißt, dass wir im Gegensatz zu dem, was wir bis zur Jahrtausendwende noch geglaubt haben und was uns da alles so eingeredet worden ist, eben ein viel formbares, plastisches, zeitlebens lernfähiges und umbaufähiges Hirn besitzen. Und deshalb herzlichen Glückwunsch, dass Sie heute hier alle da sind. Es könnte sein, dass Sie am Ende mit einem anderen Hirn wieder rausgehen, als mit dem, wo Sie reingekommen sind. So, und die dritte Entdeckung tut genauso weh, weil Sie ahnen ja schon, dass hier immer Dogmen überwunden worden sind, die im vorigen Jahrhundert noch für allgemeingültig gehalten worden sind. Das Dogma von der Vererbung von psychischen Leistungen und Fähigkeiten oder Hirnstrukturen, das Dogma von der Unveränderbarkeit des einmal herausgebildeten Hirns und jetzt noch das Dogma von der Individualität und der Tatsache, dass wir doch alle Einzelwesen sind. Das stimmt auch nicht. Wir sind soziale Wesen, wie man es schöner gar nicht beschreiben kann. Wir brauchen andere. Wir könnten ohne andere gar nicht leben. Und jeder, der hier sitzt und jede, die hier sitzt, damit ich das auch
alles richtig mache. Kann ja mal versuchen zu subtrahieren, was alles noch übrig bliebe, wenn man all das abzieht, was man von anderen Menschen gelernt hat. Und dann wird schnell klar, nichts, bleibt nichts über. Wir könnten nicht mal reden, könnten noch nicht mal auf zwei Beinen gehen, denn sogar dazu hat man nur eine Veranlagung. Aber ob man die nutzt und ob die dann dieses Potenzial dann auch zu einer Fähigkeit wird, hängt eben davon ab, ob man bei Eltern oder bei Menschen groß wird, die schon auf zwei Beinen laufen können und ob es einem attraktiv erscheint, das auch von denen lernen zu wollen. Und so haben wir plötzlich drei große Bereiche in der Hirnforschung, wo wir sagen müssen, okay, da bricht ja ein ganzes Weltbild auf. Und das ist nun tatsächlich eine völlig neue Grundlage für völlig neue Fragen, die wir stellen können. Weil jetzt muss man nicht sagen, so bin ich jetzt und ich kann mich jetzt nicht mehr ändern, sondern dann heißt die Frage, warum willst du dich nicht mehr verändern? Und man kann dann auch nicht sagen, das ist jetzt angeboren, die Mutter hat das auch und wir können alle kein Mathe, das ist genetisch. Da muss man auch fragen, wart ihr alle beim selben Mathelehrer? Also man muss dann nochmal ganz neue Fragen an, das reicht bis, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie weit das reicht, aber es reicht bis dahin, dass man sich jetzt fragen muss, ob nicht unter Umständen diese Vorstellung, die wir da im letzten Jahrhundert mit uns herumgeschleppt haben, ob die nicht eher die Begründungen dafür waren, dass die Welt damals so gemacht werden konnte, wie sie geworden ist. Also ein dreigliedriges Schulsystem braucht eine Vorstellung, dass das angeboren ist und dass es dann nur noch darauf ankommt, die Richtigen für das richtige Schulsystem auszusuchen. Das löst sich im Moment alles auf. Und jetzt plötzlich entdecken wir Dinge, die, und damit komme ich jetzt zu dem, was ich Ihnen heute ein bisschen nahe bringen möchte, die auch vorher keiner für möglich gehalten hat. Also sind einfach ganz banale Experimente, die man durchführen kann. Manches kann man auf einmal neuerdings auch ganz alleine zu Hause mit seinen eigenen Kindern beobachten, wenn man mal endlich hinguckt. Aber eines der schönsten Experimente, was ich gesehen habe, ist das, wo so einjährige Kleinkinder, die kriegten so kleine Püppchen vorgesetzt, also gelbe, also blaue und rote und grüne und konnten da ein bisschen spielen und dann hat man dann geguckt, welche sie am liebsten nehmen und das ist so verteilt. Am Ende nehmen sie jedes Mal irgendwie gerne in die Hand und dann hat man ihnen so eine Szene vorgespielt, wo so ein Berg ist und dann sieht man so blaue und rote Püppchen diesen Berg hochklettern und dann kann man auch sehen, wie die immer wieder abrutschen und schnauft auch noch jemand im Hintergrund und dann kommt so ein grünes und schiebt hinten, dass sie besser hochkommen. Und anschließend zeigt man den Kindern wieder diese drei Puppen und guckt, welches sie nehmen, weil man kann dann erkennen, mit wem sie sich identifizieren. Und dann auf einmal sieht man, die meisten dieser einjährigen Kinder nehmen in dieser Situation, egal in was für einem Elternhaus die groß geworden sind, den Grünen. Das ist der Unterstützer. Das ist ihre Primärerfahrung. Es war immer jemand da und es ist selbstverständlich, dass man unterstützt wird. Und jetzt kommt es, jetzt macht man dasselbe Experiment ein Jahr später. Und auf einmal ist da ein Drittel bis die Hälfte der Kinder dabei, die nehmen denjenigen, der die runterstößt. Weil die zweite Hälfte des Experiments ging ja auch noch so, die hatte ich vergessen zu schildern, dass die auch wieder so hochklettern und von oben drückt einer sie runter. Ja? Und jetzt identifizieren sich ein Drittel der Kleinkinder mit 2 Jahren plötzlich mit demjenigen, der die anderen wegdrückt. Das sind nicht unbedingt, also was man da sieht, ist diese Vorstellung, dass man sich im Leben behaupten muss, indem man andere wegschiebt, ist auf alle Fälle nicht angeboren, sondern erworben. Sie wird auch nicht gleich von allen Kindern erworben, aber doch schon von ziemlich vielen. Und es ist sicherlich auch nicht so, dass das unbedingt nur die Eltern waren, sondern das ist diese Umgebung. Das können auch Geschwister sein oder von wem auch immer sie es gelernt haben. Auf alle Fälle haben andere Menschen es ihnen vorgemacht. Das heißt, die normale innere Veranlagung eines Kindes heißt, ich würde eigentlich immer den anderen unterstützen.
und nicht versuchen, mich auf Kosten des anderen durchzusetzen. Das ist eine erworbene Vorstellung, die man erwerben kann unter bestimmten Bedingungen, die wir uns noch ein bisschen genauer anschauen müssen. Das Zweite, das kennen Sie aber sogar selbst, da braucht man gar keinen Film zu drehen. Wer mal so einen Zwei- oder Dreijährigen beobachtet hat, wie der irgendwie versucht, was zu bauen, im Sandkasten oder mit Bauklötzen, da sehen Sie, das Kind ist nicht auf Mittelmäßigkeit aus. Es muss immer das Größte werden. Das sind Höchstleister. Die intrinsische Motivation heißt, ich baue was und das muss so groß, wie es irgendwie geht, sein. Dann hat es dann so ein Türmchen da gebaut und wartet dann den ganzen Nachmittag, bis der Papa kommt, weil es dem Papa zeigen will. Und dann kommt der Papa und sagt, oh, toll, großer Turm, aber guck mal, ich kann noch einen viel größeren. Aus. Aus mit der Turmbrauerei. Und damit habe ich schon ein bisschen angedeutet, wo der Hase im Pfeffer liegt. Aber vielleicht noch das dritte Beispiel, nämlich, dass es ja auch ganz bemerkenswert ist, in welch kurzer Zeit diese in diese Welt hineinwachsenden Kinder so viel lernen. Das muss man sich ja mal vorstellen. Die liegen am Anfang noch und können kaum ihre Extremitäten koordinieren. Und nach einem Jahr können die laufen, auf diesen kleinen Füßchen. Alles selber gelernt. Unglaublich. Und noch einleuchtender ist es den meisten, wenn man das über die Sprache nochmal sich in Erinnerung ruft. Die können am Anfang noch nicht mal ein artikuliertes Laut machen. Also weil die Stimmbänder lassen sich noch nicht richtig regulieren. Das müssen sie alles erst noch lernen. Die Zunge und die Lippen. Und dann auf einmal kriegen die sowas aus den Lippen. Mama. Und sie wissen auch noch, was es heißt. Und die versteht es auch noch. Das ist ja unglaublich. Also da lernt ein Kind in einem Jahr diese Muttersprache aus dem Nichts. Da ist, dass man dann später noch eine Fremdsprache dazu lernt, wenn man schon eine kann und auch schon weiß, wie sprechen geht. Das ist ja lächerlich. Also das heißt, da ist eine unbändige Fähigkeit zu lernen, etwas zu gestalten, etwas zu entdecken. Und so gehen die Kinder in die Welt und sie bringen dabei auch diese Erfahrung mit aus dieser frühen Phase, dass sie etwas entdecken können, dass sie jeden Tag was Neues dazulernen können und dass sie eben auch was Einzigartiges sind, so autonom und wollen dann auch immer mehr lernen. Früher hat man das Neugier genannt, da hört man aber schon so ein bisschen raus, dass das nicht so positiv bewertet worden ist. Entdeckerfreude, Gestaltungslust und dann geht das los. Und gleichzeitig diese tiefe Grunderfahrung, die am Anfang des Lebens gemacht worden ist. Wenn es nach der Geburt schon nicht mehr geklappt hat, dann wenigstens vor der Geburt. Und zwar völlige Verbundenheit mit einem anderen Menschen. Das ist sozusagen in jeder Faser des Kindes und in diesem kindlichen Hirn, in diesen Vernetzungen, ist das tief eingegraben. Und deshalb geht diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Verbundenheit auch nie wieder weg. Und das ist das, was wir alle suchen. Das ist das, was jedes Kind sucht. Es möchte zeigen, dass es was kann. Es möchte sich selbst entdecken. Es möchte sich sozusagen entfalten. Und es möchte dazugehören. So. Und das ist das Dilemma, mit dem dann die Probleme anfangen. Weil ab einer bestimmten Phase dieser Entwicklung, wo das alles gerade so gut geklappt hat und sie dann laufen können und sprechen können und nur gerade richtig loslegen wollen, da kommen plötzlich erwachsene Menschen, die sie bis dahin vorsichtig begleitet haben, auf die Idee und machen sie zum Objekt ihrer Belehrung und haben selbst eine Vorstellung davon, was nun entdeckt werden soll und was auf welche Weise gestaltet werden soll. Und da braucht man jetzt nicht mehr so lange drüber zu reden. Das führt dann natürlich bei dem Kind zu einer schweren Enttäuschung. Es glaubt ja, dass es ein Selbst, also es ist als Subjekt die Welt entdecken kann. Und dass es selbst der Gestalter dieses Entdeckungs- und Gestaltungsprozesses ist. Und dann kommt jemand und sagt, was man machen soll.
und macht das Kind zum Objekt seiner Vorstellungen, seiner Erwartungen, seiner Belehrungen, auch noch seiner Bewertungen und dann auch noch seiner Maßnahmen. Und das verletzt sozusagen beide Grundbedürfnisse gleichzeitig, die so ein Kind hat, nämlich das eine nach Zugehörigkeit und das andere nach Autonomie. Wenn ich in so einen Sack gesteckt werde, wo ich gesagt kriege, was ich zu tun habe, bin ich nicht mehr jemand, der darüber entscheidet, was es zu entdecken und zu gestalten gibt. Und ich erlebe mich auch nicht mehr mit den Leuten verbunden, die mich in den Sack gesteckt haben. Und deshalb führt das zwangsläufig zu einem Schmerz. Und inzwischen können die Hirnforscher mit ihren Methoden ja sogar zeigen, dass immer dann, wenn sogar erwachsene Männer, wo man denkt, die hätten das alles irgendwie ausgehalten und hinter sich gebracht, erwachsene Männer, die man in eine solche Situation bringt, wo die nicht mehr dabei sein dürfen, wo die nicht zeigen dürfen, was sie drauf haben, und man sie dann im funktionellen Kernspinnenapparat einfach mal durchscannt, und dann sieht man, dass im Hirn dieses Mannes, wenn der plötzlich begreift, was da los ist, dass die anderen nicht mehr mitmachen mit ihm, dann werden die gleichen Netzwerke aktiviert, die auch immer dann aktiviert werden, wenn er körperliche Schmerzen hat. Das heißt, das Hirn benutzt zur Signalisierung einer Störung auf der Ebene der Beziehung zu den anderen die gleichen Netzwerke, die es auch benutzt, um eine gestörte Beziehung im eigenen Körper zu signalisieren. Und spätestens an der Stelle müsste jeder verstanden haben, wie sehr wir soziale Wesen sind und dass wir gar nicht anders können. Und jetzt wird plötzlich auch klar, dass wenn man als Kind in eine Situation kommt, wo man nicht mehr darf und aus sich heraus lernen will, sondern soll, und Erwartungen und Maßnahmen und Bewertungen und Belehrungen über sich ergehen lassen muss, dass dann das eine Verletzung ist, die man da erlebt. Das haben wir alle hinter uns gebracht, aber eben mit großen Schmerzen. Und da kann man sich schon vorstellen, wenn man so einen Schmerz hat, das ist ja so, als ob einem einer auf den Fuß getreten ist, sodass der fast gebrochen ist, da kann man natürlich jetzt nicht, Englisch-Vokabeln lernen oder irgendwas anderes, sondern da hat man ein Problem und das muss behoben werden. Erstmal muss das weg. Und das lernen dann die Kinder relativ schnell, schon zum Teil vor der Schule, und dann auch noch in der Schule geht das ja dann weiter. Und die zwei Lernerfahrungen heißen, entweder ich lerne, dass ich einfach, wenn mich jemand zum Objekt macht, mache ich den auch zum Objekt. Und das kennen Sie alle, das sind schon so kleine Kinder, die dann plötzlich sagen, blöde Mama. Mama hat gesagt, mach das und das, räum das jetzt weg. Und dann sagt er, blöde Mama, so leise, dass sie es noch nicht hört. Aber das ist sein Weg, um sich sozusagen gegen den Schmerz unempfindlich zu machen. Weil wenn er die Mama auch zum Objekt macht, tut das nicht mehr so, wenn sie ihn zum Objekt macht. Und damit haben wir schon den Ersten, der da in unserer heutigen Beziehungswelt angekommen ist. Also so geht es ja dann auch weiter. Im Kindergarten lernen das manche immer besser. Dann in der Schule gibt es welche, die machen das nicht nur verbal und wie das heute so bequem geht mit den sozialen Netzwerken, sondern die machen das auch handgreiflich und spannen die anderen vor ihren Karren, wie man das so sagt. Und das sind dann die Anführer und später sind das die Führungskräfte in der Wirtschaft und in der Politik. Das ist schwierig. Ja, man muss da ja gelernt haben, andere Menschen für seine Absichten und Ziele zu benutzen. Sonst bringt man das ja nicht fertig. Und es gibt dann manche, sind wahrscheinlich hier auch einige von Ihnen drunter, die bringen das nicht fertig, sowas zu sagen wie blöde Mama. Sondern die sagen dann, ich bin blöd. Das geht auch. Toll, macht man sich selbst zum Objekt seiner Bewertung und sagt, ich bin blöd, ich kann kein Mathe, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht liebenswert. Und dann kommt einer und sagt, du bist aber blöd, dann sagt man, weiß ich schon. Dann, ja, sind alles Bewältigungsstrategien und die werden im Hirn verankert. Die kriegt man manchmal das ganze Leben lang nicht wieder raus. Und dann läuft man das ganze Leben lang mit so einer verqueren Vorstellung von sich rum. Beides ist natürlich furchtbar, klar, kann sich ein Mensch nicht wohlfühlen, wenn der mit so einer Vorstellung herumrennt, dass
er dauernd andere für seine Zwecke benutzen will. Und es ist auch nicht schön, wenn man sich selbst zum Objekt seiner eigenen negativen Bewertung macht. Und in beiden Fällen sind diese Leute eigentlich darauf angewiesen, etwas, ein Kunststück fertig zu bringen. Und so lernfähig ist das Hirn, dass es sogar das schafft. Nämlich, die müssen ihre eigene Entdeckerfreude und ihre Gestaltungslust und auch ihr Bedürfnis dazugehören unterdrücken. Dann wollen die gar nicht mehr dazugehören. Und dann wollen die auch nichts mehr entdecken. Und dann wollen die auch nichts mehr gestalten. Und dann wird's wirklich haarig, weil das ist nicht nur einfach so, dass die das nicht wollen, sondern die üben das so lange, bis dann Vernetzungen entstanden sind, die dieses Intrinsische weghemmen. Die wollen dann wirklich nicht mehr. Und dann kommen die aus der Schule und dann fragt man sie, na und jetzt, was kommt jetzt? Ach, weiß ich nicht. Eigentlich keine Lust. Null Bock auf Schule ist nicht einfach nur ein Spruch, sondern das ist eine im Hirn verankerte Hemmung der eigenen Begeisterungsfähigkeit, der Lernfreude, der Gestaltungslust. So sieht das dann aus. Und wenn wir das jetzt so kurz mal zusammenfügen, dann wird manches klar. Dann kann man sagen, ja, wir alle kommen mit einer Unmenge von tollen Begabungen, also mit diesem riesigen Potenzial zur Welt und versuchen das dann da draußen zu entfalten. Aber wir wachsen ja nicht in einen luftleeren Raum rein, sondern da sind ja schon welche, die haben da schon vieles gestaltet. Nicht nur Mama und Papa, sondern eben auch die hier in Bayern oder in Hamburg oder auf dem Stadt oder in der Stadt oder auf dem Dorf oder wo immer man im Kindergarten und dann in der Schule. Also es ist immer schon ein vorgefertigtes System da, wo man sich da so rein entwickeln will. Und das Ergebnis ist, man muss vieles unterdrücken, man muss vieles irgendwie so machen, dass es geht. Man will ja dazugehören und dann verwickelt man sich. Dann verwickelt man sich einfach. Manchmal immer mehr. Und in diesem verwickelten Zustand, da kann natürlich sich keiner mehr entfalten, da ist er ja verwickelt. Und deshalb heißt die entscheidende Frage jetzt in dieser wunderbaren Zeit, wie kommt man wieder aus dieser Verwicklung raus? Und die Antwort heißt durch Entwicklung. Das ist schön, ne? Durch Entwicklung. Durch Entwicklung, und das heißt aber, jetzt kann ich ja nicht jemanden nehmen und kann sagen, jetzt entwickeln Sie sich mal. Oder noch ein bisschen Druck machen oder ihm eine Belohnung versprechen, wenn er sich endlich mal entwickelt. Also, oder ein Personalentwickler. Neuerdings frage ich immer, wovon wollen Sie denn Ihre Mitarbeiter befreien? Es werden plötzlich ganz andere Fragen. Und wenn jemand sich sozusagen aus Verwicklungen, in die er unverschuldetermaßen, sondern weil er versucht hat, sich im Leben zurechtzufinden, hineingeraten ist, und dann kann er da nur raus, wenn er es selber will. So, und jetzt bin ich da. Das kann keiner von außen, kann jemanden entwickeln, sondern der muss selbst auf die Idee kommen, dass er es will. Und dann heißt die Frage, ja, was könnte ihn denn dazu bringen, dass er das will? Also das ginge ja nur dann, wenn in ihm etwas geschieht, was ihm so attraktiv erscheint, dass er das befreien möchte. Er müsste, also man kann es ja richtig sagen, wir müssten ihm helfen, dass er wieder mit sich selbst und seinem verwickelten Teil in Berührung kommt. Dass er das wieder spürt, was er da eingewickelt hat. Ja, und dass er dann auch merkt, das ist diese Freude am Leben, diese Lust am Lernen, dieses wunderbare Gefühl, mit anderen zusammen was zu machen. Das ist alles eingewickelt. So, und wenn das gelingt, dass ein Mensch mit diesem Anteil, diesem verwickelten Anteil in Berührung kommt, dann kann das bisweilen dazu führen, dass der dann sagt, okay, es reicht. Jetzt wickle ich mich wieder aus. Manchmal geht das, weil zwei Menschen einander begegnen. Das kann dazu führen, dass ich einem begegne und plötzlich komme ich mit diesem Anteil in Berührung und fange an, mich zu entwickeln. Und manchmal geht es aber auch, dass diese Berührung dadurch stattfindet, dass ich, was weiß ich, draußen im Wald spazieren gehe und vor einem Baum stehe und diesen Baum anschaue und auf die Knie falle und merke,
Das ist irgendwie so übermächtig und groß und so verbunden, dass ich mich mit dem Baum verbinde und plötzlich spüre ich diesen Anteil auch wieder in mir. Manchmal erlebt man es im Theater, manchmal im Kino, manchmal im Konzertsaal, manchmal alleine auf dem Sofa zu Hause. Beim Lesen zum Beispiel auch. So, und wenn Menschen so auf diese Weise berührt werden, kriegen sie wieder Zugang zu diesem verwickelten Anteil und dann geht es los. So, das ist erstmal soweit alles relativ einfach. Jetzt wird es richtig interessant, weil es kann sich natürlich nicht nur ein Einzelner verwickeln, sondern es kann sich ja auch eine ganze Menschheit verwickeln. Also alle Bayern zum Beispiel. Oder alle Hamburger. Oder die Europäer zum Beispiel. Oder die Amerikaner. So, und da muss man sagen, das ist jetzt im Augenblick eine Situation, wo ziemlich viel verwickelt ist. Und da muss man noch mal gucken, wo das eigentlich herkommt, weil ich glaube, nur dann, wenn man es versteht, kann man es ändern. So, und da heißt der wichtigste Ausgangspunkt für diese Überlegung, wo denn Verwicklungen im Miteinander entstehen, der heißt, wir sind ja alle so verschieden als Menschen. Und wenn wir zusammenleben, brauchen wir ja irgendetwas, was das Zusammenleben einigermaßen nicht nur erträglich, sondern auch ein bisschen fruchtbar macht. Also wir brauchen eine Ordnungsstruktur. Also so einfach nur, dass jeder macht, was er will, das geht nicht. Und so eine Ordnungsstruktur gab es ganz früher mal, das wissen die Primatenforscher. Die können die noch bei den Primaten erkennen. Beim Menschen ist es dann schon schwerer zu erkennen, weil das schon sehr verwickelt ist. Aber diese Ordnungsstruktur heißt individualisierte Gemeinschaft. Das heißt, Affen zum Beispiel machen solche Gemeinschaften, wo es auf jeden Einzelnen ankommt und wo sie aber das, was sie wollen, nur gemeinsam hinkriegen. Und das ist ein tolles Prinzip. Das hat man zum Beispiel, sieht man, dass wenn in solchen Affensippen plötzlich eine Erfindung gemacht wird. Zum Beispiel, die setzt man alle auf eine Insel und gibt ihnen dauernd dreckige Kartoffeln zu essen. Und das dauert dann ein halbes Jahr, aber irgendwann kommt ein Affe, meistens eine ältere Äffin, auf die Idee und wäscht diese Kartoffeln im Meer. Und das dauert dann 2-3 Tage, da waschen die alle die Kartoffeln im Meer. Schmeckt nämlich besser. So, und dann hat man eine Kulturleistung, die sich in dieser Gemeinschaft ausgebreitet hat. Und so sind wir mal losmarschiert von den Affen aus. Und diese frühen, noch nomadischen Völker, das kann man ja heute noch sehen, sind so beschaffen, dass immer derjenige die Führung übernimmt, der sich in dieser betreffenden Umgebung oder in dieser betreffenden Tätigkeit mit diesem betreffenden Problem am besten auskennt. Wenn es ums Jagen ging, gab es einen Anführer fürs Jagen. Wenn es ums Ausnehmen des Wildes oder ums Kräutersammeln oder ums Kochen, jedes Mal gab es einen anderen Anführer. Und das haben die auch gut miteinander hingekriegt, bis sie dann sesshaft geworden sind und sich auch Eigentum herausgebildet hat. Also der eine hatte 10 Ziegen, der andere nur 2. Und dann hat der mit den 10 Ziegen dann natürlich mehr zu sagen gehabt als der mit den 2. Und es sind auch bestimmte Tätigkeiten wichtiger gewesen als andere. Also Jagen war jetzt nicht mehr so wichtig, es war jetzt vielleicht eher Ziegenzucht. Und dadurch haben manche, sind die sozusagen dominant geworden. Die haben die Führung übernommen. Und das ist der Zeitpunkt, wo die hierarchische Ordnungsstruktur entsteht. Und die hierarchische Ordnungsstruktur ist ein wunderbares Prinzip, wie man Ordnung in einen zusammengewürfelten Haufen kriegt. Vorher hatte sich das selbst organisiert und jetzt wird das halt mit Hilfe der hierarchischen Ordnungsstruktur auch selbst geordnet. Und das ist extrem erfolgreich gewesen, diese hierarchische Ordnung. Die hat sich in allen Bereichen der Gesellschaft durchgesetzt und 10.000 Jahre haben wir das jetzt. Hierarchische Ordnungsstrukturen und das Kennzeichen jeder hierarchischen Ordnungsstruktur heißt, dann macht man den, der unten ist, zum Objekt. So, das haben wir heute noch nicht überwunden. Schulen sind das traurigste Beispiel für hierarchische Ordnungsstrukturen. Und jetzt kommt die, ja, und jetzt vielleicht noch mal zurück zu dem Anfang. Jetzt wird plötzlich klar,
dass hierarchische Ordnungsstrukturen nicht nur einen Anführer brauchen, der den Laden zusammenhält, sondern jede hierarchische Ordnungsstruktur muss sich ja auch erhalten, selbst erhalten. Und das macht sie mit Hilfe von Theorien. Und deshalb, also von Ideologien müsste man sagen, oder mit Hilfe von Dogmen. Und deshalb werden da Dogmen erfunden oder von Wissenschaftlern geliefert, mit deren Hilfe man den Leuten erklären kann, dass das alles in Ordnung ist, so wie es ist. Der liebe Gott hat euch so gemacht, braucht er gar nicht zu versuchen, euch zu ändern. Danach, als der nicht mehr so richtig zog, haben sie gesagt, das sind die genetischen Anlagen, die euch so gemacht haben, braucht er gar nicht zu versuchen, irgendwas dran zu ändern. Und so hat man plötzlich dieses sonderbare Phänomen, dass jede hierarchische Ordnungsstruktur auch deterministische Ideologien braucht, damit sie sich selbst stabilisieren kann. Das ist eine große Erkenntnis. Weil plötzlich kann man die Frage andersrum stellen, kann man nicht fragen, stimmt denn das nur mit der Genetik oder nicht, sondern wem dient diese genetische Vorstellung von dieser deterministischen Herausbildung des menschlichen Gehirns? Das dient denjenigen, die in der hierarchischen Ordnungsstruktur ihren Platz gefunden haben und den auch behaupten wollen. Und so hat jede hierarchische Ordnungsstruktur so eine Tendenz zur Selbststabilisierung und will sich nicht ändern. Das ist doch klar, sonst würde es sich ja auflösen. Und jetzt ist das Furchtbare passiert. Also ich sage das nicht, furchtbar ist das nicht. Das ist eigentlich das Großartigste, was wir erleben können. Und wir können dankbar sein, dass wir Zeugen dieses Prozesses im Augenblick sind. Dadurch, dass in einer hierarchischen Ordnungsstruktur man da unten sich nicht so wohlfühlt, strengen sich ja auch alle an, dass sie hochkommen. Und dass sie was zu sagen haben. Also das nennt man Karriereleiter. Und auf der Karriereleiter kommt man am schnellsten nach oben, indem man ja etwas erfindet, was Neues in die Welt bringt, irgendeine Innovation, irgendwas entdeckt oder was weiß ich was, so dass das viel Anerkennung bei den anderen findet und dann wird man befördert, kommt man weiter hoch. Und wenn sich jetzt Menschen über 10.000 Jahren in allen Bereichen der Gesellschaft, sogar in der Kirche, immer zu anstrengen, um was Neues in die Welt zu bringen, damit sie hochkommen, dann wird die Welt immer komplexer. Da kommt immer zu Neues. Dann verändert sich die Welt immer schneller und es wird immer komplexer und am Ende hat man eine total globalisierte und digitalisierte Welt, in der alles von allem abhängig ist und in der eines nicht mehr geht. Eine hierarchische Ordnungsstruktur. Das ist wie beim Zauberlehrling. Erst hat man es hervorgebracht und jetzt auf einmal weiß man nicht, wie man den Besen wieder zum Stillstand kriegt. So, das ist... Und deshalb erleben wir im Augenblick eine Phase in der Menschheitsgeschichte, wo das erste Mal seit 10.000 Jahren diese hierarchischen Ordnungsstrukturen nicht mehr funktionieren. Das ist nicht irgendeine Banalität, das ist ein Quantensprung, der uns da bevorsteht. Also fast so stark wie das, was damals passiert ist, als wir sesshaft geworden sind und das Zeug eingeführt haben. Und Menschen erleben im Augenblick in allen Bereichen, dass das alte Ordnungssystem nicht mehr richtig funktioniert. Die Politiker bringen es nicht mehr, in den Firmen die Chefs bringen es nicht mehr, die Unternehmen selbst kommen mit diesen hierarchischen Ordnungsstrukturen nicht mehr zurecht. Überall zerbröckelt die hierarchische Ordnungsstruktur, man kann nicht mehr richtig von oben nach unten befehlen, noch nicht mal mehr die Männer können ihren Frauen befehlen, was sie zu tun haben. Wir stehen mitten in diesem Transformationsprozess, wunderbar. Und was passiert? Natürlich, jetzt sind viele Leute verunsichert. Es gibt ja auch Sicherheit, dass man immer gesagt kriegt, was man tun soll. Und jetzt wissen sie nicht mehr, wie sie mit dieser Verunsicherung umgehen sollen. Und was macht dann der Durchschnittsbürger? Er ruft nach mehr Ordnung. Und sucht sich einen, der wieder Ordnung herstellt. Und da gibt's natürlich genug, die sagen, ich kann's. Die heißen dann Herr Trump, Herr Orban oder wie auch immer. Und dann werden die auch noch gewählt. So, jetzt haben wir eine Erklärung für etwas, was wir im Augenblick beobachten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wie diese Ordnungsstrukturen, die wir mal hatten als Hierarchie, die gehen ja nun aber definitiv nicht mehr, weil die Welt zu komplex geworden ist. Also wenn Herr Trump verspricht, es funktioniert, dass America first und er zuallererst kommt, dann muss er uns auch erklären, wie er die Welt wieder so einfach machen kann, dass das wieder funktioniert. Hierarchische Ordnungsstrukturen brauchen eine einigermaßen einfache Welt, sonst funktionieren die nicht. Und Sie ahnen,
Das ist, gibt ein Mittel, mit dem man das machen kann. Das ist ein schöner, großer, zerstörerischer Krieg. Das, dann ist wieder alles klar. Dann kann man wieder eine Ordnungsstruktur machen. Dann ist wieder alles einfach. So, wenn wir das nicht wollen, müssen wir die Kurve kriegen. Das, darum geht es. Da müssten wir die Kurve kriegen und müssten endlich uns überlegen, wie wir unser Zusammenleben so gestalten, dass wir keine Anführer mehr brauchen. So, dass wir niemanden mehr brauchen, der uns sagt, was wir tun sollen, dass wir niemanden mehr brauchen, der uns zum Objekt seiner Erwartungen, Interessen, Absichten, Ziele, Belehrungen, Bewertungen und Maßnahmen macht. Tja, und das ist die neue Welt. Und jetzt bin ich wieder in der Hirnforschung. In dem Augenblick, wo wir das hinkriegen, können Menschen ihre Potenziale entfalten. Und solange sich Menschen gegenseitig wie Objekte behandeln, gibt es keine Potenzialentfaltung, da steht die Welt still. Sobald, und das machen wir hier auf diesem Kongress, und das machen wir an immer mehr Orten, auch am Freitag, wenn die Schüler sich da wieder vor das Rathaus stellen, sobald Menschen anfangen, einander wieder als Subjekte zu begegnen, sich aufeinander einzulassen. Dieses tiefe innere Wissen, wie man eigentlich das Zusammenleben gestalten müsste, damit es gut wird, wieder auszuwickeln, weil Wissen tut es ja. Sobald Menschen sich auf einen solchen Weg machen, dass sie sich gegenseitig wieder begegnen als Subjekte, sich unterstützen, sich gegenseitig anschauen, sich aufeinander einlassen und sich miteinander sozusagen auf den Weg machen, dann ist die Entfaltung der in diesen Menschen und in diesen Gemeinschaften, die sich da auf den Weg gemacht haben, als die Entfaltung dieser Potenziale, und jetzt halten Sie sich bitte alle fest, unvermeidbar. Potenzialentfaltung ist der normale Prozess, der immer funktionieren würde, wenn wir ihn nicht aufhalten würden. Das ist sozusagen, das Leben kann gar nicht anders, als sich zu entfalten. Das ist ein Grundmerkmal des Lebendigen. Das Leben existiert ja nur, indem es sich immer weiter entfaltet. Viele Begrifflichkeiten, die wir aus der Vergangenheit übernommen haben, stellen sich ja jetzt als regelrecht absurd dar, weil sie diesem lebendigen Entfaltungsprozess widersprechen. Lernen zum Beispiel, da greife ich mir doch als Hirnforscher an den Kopf. Lernen ist doch nicht, was der Mensch erfunden hat und schon gar nicht etwas, was in Schulen stattfindet, sondern ja, das erschrickt natürlich manche, kann ich auch verstehen, aber dann bitte machen Sie sich klar, dass man zum Lernen gar kein Gehirn braucht. Sogar Pflanzen können lernen. Da gibt es wunderbare Untersuchungen, die zeigen, dass die Frühlingsblatterbse lernen kann, dorthin zu wachsen, wo ein Lichtstrom herkommt, wenn man den konditioniert und den mit Licht paart, wo nicht ein Lichtstrom, ein Gebläse, wenn man ein Gebläse mit dem Licht koppelt, lernt die Frühlingsblatterbse dem Luftstrom entgegenzuwachsen, selbst wenn das Licht aus ist. Das ist Abrichtung und Dressur, das geht auch mit der Frühlingsblatterbse. Diese Lernprozesse finden überall statt und jedes Pantoffeltierchen kann sogar was lernen. Eigentlich heißt der richtige Satz, Lernen ist ein Grundmerkmal alles Lebendigen, was nichts mehr lernen kann, ist tot. So, und das heißt, und dann muss man an der Stelle auch konsequent und frech sein, weil dann muss man im selben Satz sagen, und jeder, der einem anderen Menschen seine Freude am Lernen versaut, versaut ihm auch seine Freude am Leben. Und womit versaut man einem anderen Menschen seine angeborene Freude am Lernen, indem man ihn zum Objekt seiner Absichten, Ziele, Bewertungen, Interessen, Belehrungen, Maßnahmen und so weiter macht? Das können auch Fördermaßnahmen sein. Wenn er Objekt ist, ist er Objekt. Und er spürt das auch.
Das heißt, hier muss grundsätzlich umgedacht werden. Diese Art von Lernen, die wir heute als Lernen bezeichnen, gehört in das Zeitalter dieser hierarchischen Ordnungsstrukturen, als von oben nach unten gelernt wurde, wie man andere Leute zu Objekten macht, die man gerne benutzen kann. Und das Zweite, was sich wahrscheinlich noch dramatischer ändern wird in der nächsten Zeit im Zusammenhang mit diesem Prozess, den wir jetzt durchlaufen, ist das, was wir unter Arbeit verstehen. Sie glauben doch nicht, dass das ewig so weitergehen kann, dass Menschen Arbeit als etwas betrachten, was man für Geld tut. Diese Lohnarbeit, das ist doch, erstens gibt es die noch gar nicht so lange. Menschen haben seit 10.000 Jahren immer gearbeitet, ohne dass sie Geld dafür gekriegt haben. Arbeiten heißt in Wirklichkeit tätig sein, und tätig sein wollen alle. Und tätig sein ist auch wieder ein Grundbedürfnis des Menschen, anders kann er sich gar nicht spüren. Und deshalb müssen wir aus dieser blöden Lohnarbeitsnummer raus. Da werden wir automatisch zum Objekt. So, und damit sind wir schon relativ weit gekommen, weil jetzt können wir sagen, okay, dann müssten wir uns gegenseitig helfen. Also eines geht definitiv nicht, nämlich dass wir darauf warten, dass einer kommt, der uns rettet. Das wäre wieder hierarchisch. Und dass der uns eine Weltregierung und was man da alles so für Sachen sich vorstellt, die jetzt endlich mal die richtigen Gesetze erlässt. Vergessen Sie es. Das Einzige, was gehen kann, ist, dass wir uns jetzt selbst ermächtigen. Dass wir selbst jemand werden. Ja. Das ist die eigentliche, wir haben eine Emanzipation der Frau, eine Emanzipation des Mannes steht noch aus, aber es hat sich so vieles emanzipiert. Jetzt kommt die Phase, wo es um die Emanzipation von uns Menschen als Mensch geht. Raus aus diesen alten Strukturen und rein in eine Welt, in der wir wieder zum Gestalter dieser Welt werden und uns nicht als Objekte von wirtschaftlichen Interessen und solchen Dingen wie KI und was es da noch alles im Augenblick gibt, machen lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Man baut sich ein Wirtschaftssystem, damit einem sozusagen das alles, damit man sich ein schönes Leben machen kann, und dann vergewaltigt uns dieses Wirtschaftssystem und schreibt uns vor, wie wir arbeiten müssen. Wir bauen uns wunderbare Werkzeuge, die digitalen Geräte, und dann auf einmal kommt so eine digitale Welle über uns, die uns auf einmal zum Objekt ihrer Interessen und Absichten macht. Das geht doch nicht. Und in früheren Jahrhunderten, in diesen alten hierarchischen Ordnungsstrukturen, da war das ja wenigstens alles noch klar. Da wusste man noch, da wurde man zum Objekt gemacht, indem man unterdrückt wurde. Das ist furchtbar gewesen, aber es war insofern noch gut, als man zumindest noch gewusst hat, dass man zum Objekt gemacht wird. Aber man hat sich wenigstens dann zusammenschließen können mit anderen, die auch unten waren. Heute haben wir eine Welt, die ist ja so verrückt geworden. Heute braucht man diejenigen, die man benutzen will, ja gar nicht mehr zu unterdrücken. Die macht man abhängig. Die funktionieren dann von alleine. Die optimieren sich selbst, damit sie gut in diese Welt passen. Rennen dann mit irgendwelchen Uhren und irgendwelchen Apparaten umher, nur um also möglichst fit zu sein. Um gut und möglichst lange zu leben, und die entscheidende Frage stellt sich nicht, nämlich wofür? Wofür? Ja, und damit bin ich jetzt am Schluss. Hab leider jetzt 30 Minuten überzogen. Aber entlasse Sie noch nicht, ohne das Ganze noch mal sehr sauber auf den Punkt zu bringen. Ich bitte Sie auch, das nochmal nachher miteinander zu besprechen und auch zu überlegen, was Sie konkret tun können. Wir müssten uns gegenseitig helfen bei diesem Entwicklungsprozess. Wir müssten uns fragen, wie kann ich dem anderen helfen, dass der sich entwickelt aus seinen ganzen Verstrickungen. Und es geht nicht durch Aufklärung, es geht nur über Berührung. Nicht indem ich den anderen berühre, sondern dass ich ihm helfe, dass er mit sich selbst in Berührung kommt. Und deshalb wäre es so wichtig, dass wir vielleicht alle gemeinsam versuchen, uns ein bisschen in diesem Prozess gegenseitig behilflich zu sein. Das kann keiner alleine.
Wir sind nicht alleine in diese Verstrickungen geraten, sondern da waren andere da, die das vorgezeichnet hatten und die sich zum Teil sogar darüber gefreut haben, dass wir uns so verwickelt haben. Und jetzt, wenn wir da raus wollen, das muss man auch gemeinsam machen. Da muss man Leute suchen und muss sich auf den Weg machen, muss sagen, okay, jetzt hören wir auf damit. Wir versuchen, einen Weg zu finden, der führt in die Freiheit. Aber nicht in eine Freiheit, wo ich als Einzelkämpfer mich sozusagen auf den Weg mache, sondern der führt in eine Freiheit, die ich erst finde, indem ich Teil einer Gemeinschaft bin, mit anderen Menschen, mit denen ich mich verbunden weiß. So, und solche... Und solche Gemeinschaften heißen Potenzialentfaltungsgemeinschaften. Und deshalb habe ich diese Akademie gegründet. Das ist eine gemeinnützige Genossenschaft, Akademie für Potenzialentfaltung. Und wir werden immer besser dabei. Und es macht auch immer mehr Spaß, Gemeinschaften zu begleiten auf dem Weg von einem zusammengewürfelten Haufen hin zu einer Gemeinschaft von Menschen, die aneinander und miteinander über sich hinauswachsen. Das schönste Beispiel davon habe ich mit einem Radfahrer zusammengeschrieben. Wir haben eine Gemeinschaft von Amateurradfahrern begleitet. Die wollten, hatten sich aus Thüringen waren die, aus Gera. Und dann hatten die sich den Floh ins Ohr gesetzt. Sie wollten einmal das Race Across America machen. Kennt das einer? 6000 Kilometer von einer Küste zur anderen, mitten durch Amerika durch. Und das in einer Tour. Also das ist das härteste Radrennen. Da ist die Tour de France ein lächerliches, kleiner Fahrradausflug dagegen. Und das wollten die mal machen. So. Und dann haben sie eine Probefahrt an die Ostsee gemacht und wieder zurück nach Gera. Und dann haben sie mich angerufen und sagten, ja, wir brauchen jetzt die Unterstützung von der Akademie. Wir haben das ausprobiert und wir haben uns nur in die Haare gekriegt. Das wird so nichts. Und dann kann man mit solchen Teams arbeiten. Und das ist nicht viel, was man da machen muss. Wir beschreiben das so ein bisschen. Es ist im Grunde genommen, wenn ich es jetzt ganz auf den Punkt bringe, geht es nur um eine einzige Frage. Es geht um die Frage, was wollt ihr eigentlich? Das ist auch die Frage für Sie alle. Was wollen Sie eigentlich? Wollen Sie weiter rummeckern oder wollen Sie sich weiterentwickeln? Wollt ihr den anderen zeigen, was ihr für Klugscheißer seid? In diesem Radfahrteam, indem er denen ständig sagt, was die falsch machen und wie sie es richtig machen müssen, oder wollt ihr gemeinsam das Race Across America machen? So, und wenn man das sehr hart macht, dann sagen die, müssen die am Ende eine Antwort geben. Und die haben gesagt, nein, wir wollen das Race Across America machen. Und dann habe ich nur noch gesagt, okay, dann müsst ihr anders miteinander umgehen. Und das haben die dann versucht. Und plötzlich wurden die immer besser. Die haben plötzlich angefangen, sich zu verstehen. Die haben aufeinander gehört. Die haben einander geholfen. Und plötzlich machten die eine positive Erfahrung in diesem Team nach der anderen und dann haben die Flügel gekriegt. Und dann habe ich mich gar nicht mehr drum gekümmert und dann am Ende des Sommers kriegte ich einen Anruf, wir sind wieder da. Ich sah, ist ja großartig. Und habt ihr denn nun auch das geschafft hier mit diesen ganzen 6000 Kilometern? Ich sagte, was heißt hier geschafft? Wir haben mit 5 Stunden Vorsprung vor den Amerikanern gewonnen. Ja. Da wird deutlich, welche Kraft in menschlichen Gemeinschaften steckt, wenn die sich gemeinsam auf den Weg machen. Nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander. Nicht mehr sich gegenseitig wie Objekte behandeln, sondern einander als Subjekte begegnen. So, und wahrscheinlich stimmt es deshalb, was der Nelson Mandela gesagt haben soll. Wir haben nicht Angst vor dem Dunkeln. Wir haben Angst vor diesem strahlenden Licht, was in uns allen angelegt ist, weil wir gar nicht wissen, was das für ein Leuchten wird, wenn das endlich anfängt, angezündet zu sein. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause.